Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus gibt uns heute eine große Ermutigung zum Gebet, die auch gleichzeitig eine Herausforderung ist. Sehr oft haben wir den Eindruck, dass unsere Gebete ins Leere gehen, weil wir nicht sofort eine Antwort erfahren, weil wir nicht wissen, ist unser Gebet erhört worden oder ist es nicht erhört worden. Und Jesus sagt, bittet, bittet und lasst nicht nach im Bitten. Und er gibt als Beispiel einen ungerechten Richter und eine arme Witwe. Und die arme Witwe, sie gibt nicht auf. Sie nervt sozusagen den Richter, bis er so am Ende ist und sagt, ich will ihr zu ihrem Recht verhelfen. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen uns auch die Frage stellen, für wen nehmen wir Gott? Nehmen wir ihn für einen harten, unbarmherzigen Richter, den wir nerven müssen? Oder glauben wir wirklich, dass er ein barmherziger, ein liebender Vater ist? Was glauben wir? Was denkst du, wer Gott in Wirklichkeit ist? Vielleicht auch nur Folgendes. Unsere Gebete werden gehört. Und der heilige Pfarrer von Ars hat gesagt, unsere Gebete stehen wie mit goldenen Buchstaben geschrieben, dauernd vor Gott. Wenn wir eines Tages bei Gott sein werden, werden wir erfahren, werden wir sehen, wie unsere Gebete angekommen sind, was unsere Gebete bewirkt haben. Wir werden aber auch sehen und anerkennen und uns freuen, wie viele Menschen für uns gebetet haben und was ihr Gebet für uns bewirkt hat. Geben wir nicht auf im Gebet. Seien wir dankbar in der Freude, im Vertrauen, dass Gott ein barmherziger Vater ist und er es liebt, wenn wir mit Dankbarkeit, mit Vertrauen, mit Glauben zu ihm beten und rufen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.